Die Steffi, ja, wir haben ein ganz neues Fahrzeug. Modell 2021 ist es gerade vom Laster gefallen. Da vorne steht's ja. Hallo Steffi. Hallo. Ja, ein 2021er, ein echtes Schiff, ein 781 Sensation von Pilote. Hier steht er, brandneu. Ja, und hier ist der Roland. Mensch, Roland. Das ist ja mal wirklich, ist ein langes Ding, oder? Es ist ein langes Ding. Ich sag mal so, den gibt es natürlich schon länger, auch in der 781-Version. Allerdings nicht als 2021. Für mich ist das auch ein bisschen neu. Ja. Wir sollten mal gemeinsam gucken. Er hat die typischen Piloteigenschaften natürlich, umlaufend GFK. Als voll integriertes Fahrzeug der Galaxy-Serie. Wir unterscheiden ja zwischen Galaxy, also das ist das Raumschiff, wo man dann auch ins Weltall der Camper reisen kann. Genau, ich zeig's mal gerade von etwas weiter weg. Das ist so das Markengesicht von Pilote. Ganz, ganz schick, ganz neu. Ganz neu, ganz schick, auf Fiat-Basis. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Da ist Luxus pur drin zum kleinen Preis, kann man das sagen bei Pilote? Ja. Also zum relativ kleinen. Zum relativ kleinen Preis. Preis haben wir noch nicht, der wird noch eingepreist. Normalerweise haben wir immer eine Preisinformation da stehen. Und 7 Meter und 81, das ist schon eine Ansage. Ja, der hat natürlich auch ein anderes Fahrwerk, ne? Das sieht man. Er hat also einen doppelten Boden, er hat das Alco-Fahrwerk mit Stauklappen. Okay, schau mal an. Wir gehen einfach mal drum rum. Schlüssel hast du? Habe ich nicht. Hast du nicht? Das ist nicht so schlimm, der kommt noch, aber wir gucken mal komplett durch. Das ist so ein bisschen neu hier von außen gestaltet, so ein bisschen so eine Art Holzoptik hier, ne? So eine schöne Applikation. Wir gehen gleich mal rein, erstmal kurz außen rum, weil der ist so neu, ich muss mir den mal kurz anschauen. Der ist so unvorstellbar groß. Riecht auch noch ganz neu. Er riecht noch ganz neu. Sag mal, wer hat denn eben noch schnell diesen Aufkleber draufgeklebt? Wir haben doch gesagt, da soll nichts drauf. Jetzt ja, ist doch das machen wir dann immer. Meine Kollegen, die sind ja so schnell dabei und hauen dann sofort diese 21er Modelle rein. Ihr habt unglaublichen Durchsatz hier, muss man sagen. Also ja. Teilweise müssen uns teilweise beeilen mit den Fahrzeugen. Ihr verkauft die teilweise schneller, als ihr gucken könnt. Ja, wobei wir ordern die auch vorher. Wir haben die neuen Fahrzeuge und sagen dann, wir brauchen die und die und die, ordern die vorher in der entsprechenden Ausführung, statten die meistenteils mit Solaranlage und mit bestimmten Dingen aus, TV. Manchmal mit mir fehlen die Worte, mit einer Klimaanlage, um einfach den Verkauf ein bisschen zu fördern. Ist so gemein, wenn du die Worte nicht hast und ich sag, ja. Sag's. Du hast mich angeguckt und fehlen die Worte. Völlig perplex. So, der ist jetzt knatschneu, das bedeutet, der ist weder aufbereitet noch irgendwas anderes. Also alles, was wir hier sehen, das kommt mit einem Zusatzboden. Das heißt, man kann ausbessern? Man kann ausbessern, respektive das ist dann für uns hier, wenn wir den auf dem Platz haben, die Leute gehen rein, dass wir den Zusatzboden da reinlegen, damit der Boden ein bisschen geschont wird. Ne? Okay, der ist aber jetzt noch nicht drin. Das der heißt, ist noch nicht drin, weil er ist ja ganz frisch dabei. Ne? Steffi, Boden schön? Der Boden ist schön, ja, gefällt mir. So, wir haben Außendusche, ne? Das ist für Hundebesitzer und für Strandläufer nicht uninteressant. Steffi ist Hundebesitzer, große Außendusche, die ist auch recht lang. Ist immer sehr praktisch. Ist sie an? Nein. Nee. Schön. Dann hat er die Zurschienen schon automatisch drin und natürlich hier Platz für das, was man also braucht, vor allen Dingen Fahrräder. Man muss nicht unbedingt hinten einen Fahrradträger hinten einbauen. Steffi, du darfst noch mal rein. Ich darf noch mal rein. Denn und ich habe das Gefühl, hier ist tatsächlich sogar mehr Platz als gerade, weil gerade musste ich mich doch leicht bücken. Denn wir haben schon einen kleinen Sitz eingebaut für die Steffi. Platz ist weich. Ich kann mich hier sogar hinsetzen. Also hier ist wirklich richtig viel Platz. Ich muss mal gucken. Wir müssen den Hauptschalter nochmal einschalten. Ja, gucken, ob wir Saft drauf haben bei den neuen. Hier unten ist auch noch ein kleines Fach. Hier unten und hier unten. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob man das... Oh, Steffi, nicht, dass die Kiste auseinanderfällt. Das ist immer so eine Mischung aus, kriege ich es nicht auf, weil es noch neu ist oder mache ich es kaputt? Aber ich glaube, ich habe es nicht kaputt gemacht, oder? Genau, nochmal aufmachen. Mach nochmal auf. Okay, es ist noch nicht fest. Das ist eine Serviceklappe. Man könnte auch was reinlegen, aber ich denke mal, so eine kleine Serviceklappe, wo man Sachen reinlegen kann, die man vielleicht nicht so oft braucht. Mhm. Ja, das Licht funktioniert? Licht funktioniert. Hier entsprechend
Und trotz hinten super stylisch, ne? Mit dieser LED-Lampe. Ja, das ist Touch, das Licht, oder? Genau, Touchlicht hier, ne? Ist eher hier vermutet, aber es ist da hinten. Ja. Und ich brauche das ja, wenn ich irgendwo mal abends stehe und muss bei einer langen Fahrt übernachten, dass ich dann irgendwelche Sachen hier hinten reinpacke oder raushole und dann einfach Licht zu haben. Ne? Schönes Detail sind hier die Taschen, ja, die hier neuerdings drin sind. Was auch schön ist, ist, dass hier oben ein Teppichboden hinter ist. Ne? Das heißt also, ich habe oben zum Bett hin es auch entsprechend geschützt, weil hier sind Lüftungsauslässe, hier ist ja eine entsprechende Warmluftheizung drin, damit also dieser Raum auch beheizt werden kann. Ne? So, und guck mal von außen. Das Ganze sieht so aus wie ein Liner. Die Rückfahrkamera, die ist so mittlerweile so integriert, dass sie gar nicht mehr auffällt. Das ist das neue Lichtdesign, was man sieht? Genau, das ist das neue Lichtdesign in LED. Sehr unauffällig, nicht aufgetragen. Passt sich eigentlich der ganzen Karosserie ganz gut an. Da ist die Rückfahrkamera. Da ist sie. Und? Was ganz wichtig ist, ich habe noch jede Menge Klappen. Wichtig ist auch noch zweimal die gleich große Öffnung. Denn je nachdem, wie man steht, ist man froh, dass man sie hat. Ja, ich habe hier wirklich die Durchreichmöglichkeit, ne, dass ich also dem anderen helfen kann, wenn es also darum geht, das Ganze zu beladen. Und manchmal ist das tatsächlich so, dann stehe ich irgendwie vor einer Hauswand oder vor einer Hecke, weil ich mich so hinstellen muss und habe dann die Möglichkeit, dann eben halt auf jeden Fall ranzukommen. Ne? Ja, gerade dann, wenn Fahrräder zum Beispiel drin sind, von der anderen Seite, komme ich ja gar nicht mehr ran. Genau. So, dann Gas. Große Serviceklappe. Ja, was ist da drin? Alles Mögliche drin. Energie, wir haben hier auch... Lithium drin? Wir haben hier auch entsprechend Sicherungen. Wir haben hier die entsprechende Batterie, in dem Fall auch... den Durchlass hier für die Stromversorgung. Warte. Und hier Wasser. Sag mal, du warst hier so schnell. Also da ist der Stromanschluss. Da ist der Stromanschluss. Da ist die Durchführung. Da ist die Durchführung. Hier ist Strom und hier ist Wasser. Also alles auf... Und du hast Lithium hier drin, 100 Amperestunden. Das ist schon richtig was Gutes. Ne? So, das, ich sag mal, entsprechende Management von dem Lithium ist ja in den Batterien oft schon mit eingebaut. Das heißt, die sind wirklich, die können nicht überladen werden. Das ist sehr einfach geworden. Die kann man auch völlig entladen, ohne dass da irgendetwas passiert. Ne? Ja, dadurch, dass eine Technik eingebaut ist, die den Akku schützt. Genau, so ist das. Und bei den anderen, also die meisten fangen dann schon nicht mit normalen Batterien an. Die sagen dann also, Gelbatterie ist besser. Jetzt fängt es an zu riechen. So, und da unten haben wir eine Durchreiche. Da unten haben wir eine Durchreiche, die ist leider zu an der Stelle. Hast schon probiert? Fahrerhaus? Tanken? Tanken, hier wäre nochmal AdBlue. Warte, AdBlue, wenn du nochmal aufmachst? Ja, gerne. Da ist AdBlue drin. Und das ist auch serienmäßig, dass die einen Feuerlöscher dabei haben. Das finde ich zum Beispiel also Sicherheitshinweis. So, es regnet, wir gehen mal schnell rein. Da können wir mal drin weiter filmen. Heute ist der 8. Oktober 2020 und das ist der Eingang. Ich habe also einen sehr, sehr, ich sag mal, niedrigen Eingang, ich brauche nur eine Stufe. Ja, ich sage immer, ich kann Ihnen die Rolltreppe auf dazu machen, wenn Leute hier hinkommen. Jetzt knirscht es ein bisschen. Ja, Steinchen drin. Ja, vom Hof. Ist aber nicht schlimm, sie funktioniert, denn ich kann reingehen und sehe direkt hier die indirekte Beleuchtung. Ist schon wie so ein Apartment. Mhm, definitiv, sehr schick. Ich finde es halt immer edel, ne? So unterschwelliges, ja, Licht, ja, ist elegant. Die LED-Technik, ja, macht das natürlich möglich, dass ich Licht hinkriege an Stellen und in Optik, die sonst früher gar nicht möglich war. Ne? Habe ich noch nicht mal zu Hause. Nee. So, wir gehen mal schauen. Ja, ganz andere Optik. Also die ist wirklich komplett neu. Weitere Tür natürlich. Ne? Auch mit den Doppelschließen, dann zentral verriegelt. Das ist schon schön hier. Steffi, auch wieder hier für Schuhe. Für Schuhe. Ne? Oder das, was ich man jetzt weg mit den Schuhen unterbringen muss, ja. Aber es ist tatsächlich mal, man kommt vom Wandern und will die Schuhe ja nicht mit hier hat rein, matschige nicht. Schuhe, die, genau, kann man dann ausschlagen und packt man die in eine Tüte rein, holt sich hier, was weiß ich, seine Latschen, die man hier drin hat und kann das dann viel besser handeln. Ne? Das ist natürlich so. Ne? Ja, viele Bedienelemente mittlerweile in einem zentralen Panel eingebaut, ja, das sehr umfänglich ist. Ja, es ist auch neu gestaltet. Ich kenne es selber noch nicht in dieser Form. Das ist immer intuitiv. Ja, klar. Wir haben hier dieses Nachtlicht. Ne, wenn ich das einschalte, geht alles aus. Das ist also
mein Nachtmodus. Ist noch auf Französisch, kann man auf Deutsch umstellen? Kann man umstellen, ja, ja. Genau. Kommt aus Frankreich, gell? Grandios, ne? Ja, knatschneu. Ihr habt es mal kurz eingerichtet für den Dreh. Ja, das ist das besondere Längsbetten. Die kann ich auch zusammenfahren? Nee. Die kann ich nicht zusammenfahren wie bei Les Voyageurs, aber ich habe ja in der Mitte die Möglichkeit, da also einen entsprechenden Kuschelplatz zu machen. Aber ich darf einmal, das Interessante daran ist, ich habe auf beiden Seiten, Hängeschränke. Und, ja. Und zwar ist das so, dass es wirklich darum geht, wirklich viel Stauraum zu haben. Zweimal Hängeschrank und ich komme von oben dran. Ich komme von oben dran, ich habe eine Tür, die Tür kann man auch rausnehmen. Also für Hundebesitzer zum Beispiel ist es interessant, dass die sagen, die gehen ganz leicht raus. Es ist ja hier so ein Schnellverschluss, wie das zu Hause auch ist. Ich will das jetzt nicht rausziehen. Wie so eine Höhle dann. Ja, und dann kann man da einen Hundeplatz rausmachen. Und ich sag mal, für Kleidung, man hängt heute mehr, anstatt dass man die Sachen faltet und immer wieder in den Schrank reinpackt. Ne? Ja, schön ist auch, jeder hat seinen eigenen Bereich. Das heißt, ich habe eben gesehen, Lattenrost, das heißt, man liegt gut? Man liegt gut. Wir haben hier eine sehr hochwertige Kaltschaummatratze. Ist es so Gott in Frankreich? Der kommt ja aus Frankreich. Ja, ich glaube. Also ich glaube dir alles. Probier es aus. Mach mal. Und der Vorteil ist hier, dass ich auch einen Anlehnplatz habe. So, Roland, du hättest die Möglichkeit, mal ein bisschen mehr Licht zu machen hier drin. Absolut. Das Ambiente mal sehen. Absolut. Aber ich finde schon schade, dass man dann nicht, das ist dann so für ist Paare, die ein bisschen länger verheiratet sind, die nicht mehr so nah beieinander sind. Nein, es gibt einen Polster in der Mitte. Und, und hier. Ich kann das ja hier verlängern. Ah, okay. Und kann einen großen Schlafbereich machen. Genau, das zeigen wir mal gerade mit dem Verlängern. Das geht relativ weit raus, wenn du es mal rausdrückst. So, dann habt die Polster, die hinten drin lagen. Die werden dann da reingesetzt. Genau, wenn du die mal kurz holst, bitte, Roland, sagen wir sie. Dass wir das mal zeigen. Das heißt, hier kannst du jetzt eine Spielwiese draus machen. Also, richtig. Mit Leiter. Riesig ist die Spielwiese. Ohne Witz. Man nennt das Spielwiese. Nee, ich meine, man kann ja auch hier gammeln. Das ist ja nicht nur zum Schlafen. Man kann ja auch den Tag hier verbringen oder einfach gar nicht aufstehen. Fernsehen gucken, gar nicht aufstehen. Einfach mal so einen Tag irgendwie liegen. Und wenn man dann vielleicht irgendwie einen schönen Liegeplatz hat und aus dem Fenster guckt und guckt dann direkt aufs Meer, das ist doch total schön. Also stelle ich mir richtig schön vor. Ja, klar, darfst du. Das wird alles unausgepackt. So, jetzt haben wir das drin und das passt genau in der Mitte. Das kommt mit? Das kommt mit. Und der Rest wäre dann hier vorne rein. Das passt da vorne rein. So, und jetzt? Der geht bis 1,75 Meter. Das ist ja toll. Und man hat also einen großen Schlafbereich. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal sieht, wie groß das ist. Das heißt, du könntest jetzt auch in die Mitte, hier könnte das Engelchen liegen, ja. Hier könnte man sogar quer liegen, wenn nicht mal quer reinlegst. Also ich bin nicht so, ja. Genau. Geht. Super. Kein Problem. Total gemütlich. Ist so. Und ich bin ja auch klein, also eine kleine Person wie ich, die könnte, ach ne, es wird, Bums. Doch, ich könnte schon in der Mitte liegen. Das geht auch. Geht auch? Mhm. Ich darf dann nur nachts keine ruckartigen Bewegungen machen, aber es geht. Funktioniert? Funktioniert. Funktioniert, aber sag mal, der tolle Sitz ist natürlich links und rechts. Oft fahren ja die Großeltern weg mit den Enkeln. Mhm. Und so ein Enkelchen, das will ja nicht alleine schlafen. Nee, das ist bei der Oma. Das schläft dann in der Mitte. So, und das wäre dann kein Problem. Wenn du nochmal kurz rüber gehst, bitte. Dass wir mal zeigen, nochmal, wie riesig dieses Bett ist. Das ist unglaublich, oder? Das ist total gemütlich. Also es ist wirklich riesig. Wie breit ist das? Das ist über die Breite, 2,30. Ja. 2,30 mal 2 Meter. 2,25. Ja, hier hat man richtig Platz. Es wird hier, es verjüngt sich so ein kleines bisschen nach hinten, aber das macht nichts, hier sind nur die Beine. Hinten sind die Beine. Und das, was du erwähnt hast, da hinten ist nämlich nichts, nämlich keine Schränke. Das hat den riesen Vorteil. Das ist ein Anlehnplatz. Ne? Das heißt, ich kann mich da hinlehnen. Ich kann. Wenn du dich mal gerade anlehnst hinten, so als würdest du mal was lesen, so richtig hinten dran, dass du mal so, ich geh mal kurz. So, ganz locker. Und da ist eine Leselampe. Ich will nicht schmutzig machen, aber es geht. Meine Schuhe sind nicht dreckig. Ja, so, jetzt gucke ich mal, hier ist eine Leselampe. Genau, die ist da. Mhm. Ist das schön? Ja. Du kannst rausgucken. Ich kann rausgucken, da ist auch jemand. Hallo? Die phänomenale Aussicht hier raus. Ja. Und ich kann das Fenster aufmachen, das ist total gemütlich. Ja. Und ich könnte dich auch beim Kochen beobachten. Mich beim Kochen? Ja. Ja, wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Oder? Zum Beispiel.
Ja, eine Maßnahme. Das heißt, ein großes Bett, etwas weniger Schränke, aber viel Raum. Ich glaube, das ist auch ein Thema, dass du nicht alles zubaust. In so einem Schlafbereich, da ist ja Feng Shui. Es soll ganz clean bleiben. Das finde ich auch ganz schön, dass es hinten frei ist, persönlich. Und hier haben wir an der Seite ja die Schränke. Die hatten wir, glaube ich, gerade nicht, ne? Die Seitenschränke. Wir haben ja den Vorteil, dass wir hier unten eben halt diese Klappe haben. Die großen Kleiderschränke, ja. Und hier, das ist was für Bettwäsche und für. Genau, wenn du das mal kurz öffnest, sagen wir sie. Gerne. Ach so. Da kommt jetzt Unterwäsche, Bettwäsche rein und was weiß ich auch immer. Also das ist. Ja, hier oben habe ich ein großes Fenster, kann ich die Sterne gucken, wenn ich möchte. Da kann man auch eine Klimaanlage einbauen. Man kann eine Klimaanlage einbauen. Wir können die auch hier in der Mitte ausschneiden. In dem Badbereich ausschneiden, sodass es also nach vorne und nach hinten ausströmen kann. Also das geht alles eigentlich ganz gut. Ihr habt eine große Werkstatt. Macht viele Umbauten. Wird im Prinzip alles gemacht. Ist das Profi? Das ist professionell, ja natürlich. Ja, weil oft haben die ja Angst, man macht da ein Loch oben rein. Ihr seid ja, ihr seid ja auch der Vertragshändler von Piloten. Wir haben unsere Leute, unsere Monteure sind extra in Frankreich gewesen, haben eine Anweisung bekommen, sind geschult worden. Die wissen ganz genau, wo die Wege herlaufen, weil man kann nicht überall reinbohren. Und wir sind ein Meisterbetrieb, wir bilden ja aus. Wir werden ja länger ausgebildet. Ja, toll. Für diesen Bereich, ne, Wohnmobil bzw. Camping. Sag mal, wenn ich dich nicht mehr sehen möchte, ja, was wäre der einfachste Weg jetzt? Hier die Tür zuzumachen. Ja. Einmal da. Mach nochmal auf. Und dann? Der zweite Weg wäre hier diese Tür, sodass ich zwei Türen habe. Und es entsteht ein Raumbad, aber es entsteht auch eine gewisse Schallisolierung. So, wenn du mal beide zumachst und mal rausgehst. Roland? Ja. Wo bist du? Roland? Ja. Sag mal was. Da draußen ist er. So, auf jeden Fall, ich kann mich vereinzeln. Hab dann hier das Raumbad. Komm mal runter bitte. Und stell dich mal da rein, denn die Dusche ist, glaube ich, im eigenen Wohnmobil in Zeiten von Corona natürlich mal zu duschen. Absolut. Alleine, ohne mit anderen Leuten. Ich meine, ich liebe ja den Campingplatz, aber du bist 1,60 Meter rund. Du hast 1,60 Meter irre viel Platz. Ich habe irre viel Platz, also wirklich. Noch mehr Platz als bei den anderen, habe ich das Gefühl. Und ich meine, hier hat man ja auch noch ein Fenster, das kann man auch nochmal aufmachen. Ups. Und so, mal die Dusche. Ablagefläche. Ein schicker Duschkopf. Und ich finde, das sieht edel aus, ne? Ja, also das ist ganz neu mit dem Metall, das ist kein Plastik. Ja, das sieht wirklich edel aus. Ich mag das Wort edel, wie ihr merkt, aber. Das hat einfach dadurch immer so einen ganz hochwertigen Charakter. Da ist der Duschablauf. Wenn du jetzt mal zumachst, bitte die Tür. Ist eine Falltür. Das heißt zunächst mal aufhalten. Genau, zumachen, aufhalten. Nee, mach nochmal zu. Und jetzt zieh mal das äußere Teil des Lebens. Genau. Ist heute quasi erster Tag für dich, oder Wohnmobile? Alles ist ja auch ein bisschen anders. Und da muss ich erstmal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Du glaubst gar nicht, wie ich mich angestellt habe am Anfang. Weil du kannst die Aufhalttür. Also dafür geht's, oder? Nee, ist andersrum. Du machst jetzt eins. Warte mal, Roland. Roland kommt. Nee, ist kein Problem. Wenn du mal die Tür zu dir ziehst, jetzt hast du es, gell? Und dann drücken. Jetzt. So, das war's. Jetzt ist es so. Cool. Ja, das ist so, Roland. Die Dusche ist wirklich groß. Die ist groß, ja. Die ist wirklich groß. Man hat so, du darfst mal kurz reinkommen, Roland. Sag mal, wenn Leute, die noch nie im Wohnmobil waren, wie zum Beispiel jetzt hier die Kollegin, in so einem großen Wohnmobil warst du wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich noch nie. Du noch nie? Mhm. Das ist schon so ein Aha-Effekt. Die Leute können hier viele Sachen anfassen, können es ausprobieren. Geht auch schon mal was kaputt. Ja, aber bei mir ist bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Nee, nein, ist also ja kein Problem. Aber jetzt sag ich mal so, da, wenn man die aufmacht, muss man einfach damit rechnen. Die Leute kommen so in so großen Mengen hier an. Wir können nicht jedes Mal sagen, schließen Sie mir den 781er oder den 444er mal auf. Dann habe ich. Die sind offen hier, oder? Ja, dann habe ich das Problem. Dann laufen wir nur hier mit Schlüsseln rum und schließen dann wieder ab. Die Leute sollen gucken. Und dann nehmen wir auch mal in Kauf, dass man dann so eine Duschabtrennung dann mal. Wir haben einen Wachdienst hier, der auch nachts da ist, Tag und Nacht. Absolut, ja. Ja, das heißt, wird komplett bewacht durch Personen. Ja, wobei wir haben ja hier Vorteil, das ist alles abgeschlossen, ist zu. Und zum Wochenende wird sowieso alles immer abgeschlossen. Aber es ist ja doch schon recht robust, ne? Und ich meine, so doof habe ich mich jetzt nicht angestellt. Na, absolut oder? Nicht. Nein, ich habe ja gar nicht gesagt.
Das ist bloß so, man ist am Anfang ja ein bisschen vorsichtig, man will ja nichts kaputt machen. Vorsichtig, genau, das ist so diese Mischung aus, ist es neu und kann ich es ziehen oder mache ich es jetzt kaputt? Ja, und die aber sind mir ja am liebsten, die Leute, die ja, also sagen wir mal, mit einer gewissen Vorsicht an die Sache rangehen. Mhm. Es gibt aber Leute, die reißen und machen aus einer Schiebetür eine Drehtür. Und da haben wir dann schon öfter Probleme. Guck mal, ich habe sogar mein eigenes Licht hier noch in der Dusche. Mach mal an. Ja, so ein kleines süßes Licht. Oh, sehr süß. So, das ist die Toilette. Und ganz wichtig, schön, großer Spiegel. Was ich schön finde, wollte ich gerade nämlich sagen, wenn ich in der Dusche stehe, dann kann ich mich komplett sehen. Ja, also ich finde immer so ganze Spiegel super. Ja. Komplett von oben nach unten. Und komplett, du kannst sie sogar sehen, wenn du drinnen bist. Das heißt, dadurch, dass du die Tür ja zumachst, ist der Spiegel draußen. Ist der Spiegel draußen, genau. Ist der hier. Und ein Spiegel spiegelt ja auch Größe. Größe wieder, genau. Das reflektiert den Raum. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, hier ist die Toilette. Geh mal kurz rein, bitte. Dass wir da mal sehen, wie groß der Platz ist. Ja, ist jetzt gemein, weil Leute werden jetzt sagen, ja, da hast du jetzt jemand mit 1,60 Meter reingemacht, damit es größer wirkt. Nee, es ist so, es geht um den Größenvergleich. Wenn du jetzt mal aufstehst, bitte, da ist irre viel Platz drunter. Das heißt, man hat richtig Raumgefühl. Ich drehe mich ja auch, also auch wenn ich jetzt hier so stehe. Es ist überhaupt nicht beengt. Und das Waschbecken wär jetzt etwas klein für dich oder geht's? Nee, das Waschbecken ist super. Ist recht groß sogar im Vergleich zu den anderen, finde ich. Viel Licht hast du drin? Sehr viel Licht. Also gerade für uns Frauen zum Schminken finde ich das immer wichtig. Und hier haben wir wieder diesen schönen Vitrineschrank. Viel Platz. Ganz toll. Hier hat man noch eine Ablagefläche hier unten. Warte, ich komme mit der Kamera. Und die Toilette. Und das finde ich so witzig hier mit diesem Toilettenpapierhalter, wo man das Toilettenpapier dann durchzieht. Das darf man dann nicht verlieren, das Toilettenpapier. So ist es, ja. Warmes Wasser, kaltes Wasser, da ist die Spülung für die Toilette. Du weißt, wie die funktioniert, so eine Chemietoilette? Nee, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Da ist außen eine ganz große Einrichtung drin, wo das praktisch reinfällt. Das ist eine ganz große Kassette, die du rollen kannst. Okay. Die kannst du rausrollen und musst die dann entsorgen an einem ganz speziellen Platz. Okay, an was für einen Platz entsorgst du das? Das ist ein Chemietoiletten-Entsorgungsplatz. Den findest du auf Stellplätzen, auf Campingplätzen. Darfst du nicht ins normale Abwasser geben, weil das ist toxisch. Aber es gibt mittlerweile auch Bio-Zeugs und dann kannst du es auf den Kompost schütten. Also wenn man anfängt zu campen, muss man auf jeden Fall erstmal Lehrgang machen. Videos gucken. Nee, ist wirklich so. Ganz viele Videos angucken. Damit du findest bei YouTube alles. Also du guckst nach, das ist jetzt eine hier von Tedford, da gibst du einen, die Chemie, die Kassette entleeren und da findest du mindestens 100 Videos, die das erklären. Ich finde das spannend. Ist ein Abenteuer. Ein richtiges Abenteuer. Ja, es gibt auch Leute, die wollen einfach nur zu Hause sein und Ruhe haben, ein bisschen vom Alltag. Mhm. So ist es. Ja, da ist er, der Roland. Ja. Roland, ich mach mal kurz die Tür zu. Genau, dann holen wir mal die Steffi mal raus. Was direkt mal auffällt, ist, der Kontrast hier ist gut gewählt zwischen der Arbeitsplatte, die so ein bisschen so Echtsteinoptik hat, aber das ist ein ganz spezielles Material. Das ist ein Kunststoff, der ist von der Haptik matt und lässt sich also sehr gut sauber halten und wiederholt sich dann hier an dieser Stelle. Und hat auch die etwas größere Küche, eben halt vorne mit dem Bereich, wo ich hier arbeiten kann. Mein Zweiplattenfeld, was eigentlich durchaus ausreicht. Ne? Ich habe immer nur zwei Platten im Betrieb, ich habe noch nie drei gehabt. Aber manche sagen, ja, der hat ja nur zwei Platten, aber die sind weit auseinander. Ja, wenn man dann einfach mal überlegt, wann mache ich mal ein Dreiplattengericht? Ne? Eher selten. Also ich mache es eher selten, sogar zu Hause. Und ich finde die Gas, gerade Gas, ist jetzt sehr schön. Die Kopfstütze, die wird dann, wenn ich die keine Person haben, die wird dann einfach weggenommen. Ich habe die jetzt einfach aus der normalen Halterung so reingetan, weil das eben halt leichter zu erklären ist. Ne? Die steckt auch jetzt nicht richtig drin. Du hast jetzt nur reingelegt. Ja, ich habe die jetzt nur reingelegt und hier wäre jetzt der Sitzplatz. Da ist der Sitzplatz. Für eine Person und der zweite Sitzplatz wäre auf der anderen Seite. Aber das müssen wir uns nachher nochmal anschauen. Oder wenn du mal gerade so lieb bist, die mal richtig reinsteckst, sonst denken die Leute, es ging nicht besser. Doch. Da sind einfach nur zwei Löcher, da steckt man die rein und dann. Denn dieser Sitzplatz ist komplett verbunden mit dem Fahrwerk unten, also mit dem Chassis, damit eben nichts passiert. Genau, die lässt sich dann entsprechend verstellen und hat es dann nochmal zum Unfall kommen, dass hinten der Kopf geschützt ist. Hat dann hier auch einen Sicherheitsaspekt. Ne? Ja, Dunstabzugshaube drin? Ja, Dunstabzugshaube mit Beleuchtung.
mit Geräuschen. Süß. Schnell mal ausmachen. Hier vorne kann ich Salz, Pfeffer und... Und was noch? Wir haben andere Gewürze? In anderen Versionen hatten wir Bücher. so einen verschiebbaren... So ein Rail, so ein Schienensystem. So ein System, wo die ganzen Gewürze drin waren. Darauf hat man diesmal verzichtet. Zusätzlich. Und hat das ein bisschen etwas leichter gemacht. Mhm. Das andere fand ich auch schön. So, und hier haben wir wieder diese Farbgebung, so oder so ähnlich, mit dem Bronze. Ich mag das mit dem Bronze. Ich finde das gut. Edel, oder? Ja, ist sehr edel. Das ist so ein bisschen anders, ist ein bisschen stylischer, finde ich. Hettich sind die Beschläge? Hettich, natürlich ein guter deutscher Beschlaghersteller. Das heißt, falls mal irgendetwas dran sein sollte, kann man auf jeden Fall bei jedem Schreiner das Ganze sich wieder erneuern. Das geht wesentlich einfacher auf, wenn sie beladen sind. Ja. Und wenn du jetzt mal zumachst, bitte. Hier ist auch ein Schließsystem. Einfach mal zumachen. Ich will das einfach mal hören. Hast du es gehört, wie satt ja. das ist? Ja. Also der Softclose funktioniert, das funktioniert. Und wenn man den mit einer entsprechenden Geschwindigkeit einfach reinschiebt, dann zieht er sich auch ganz rein. Ja, der stoppt dann auch. Also man kann keine Schranktüren knallen, wenn man sich mal streitet. Das funktioniert nicht. Und gehen von selber zu. Sehr schick. Da? Was haben wir hier? Es kommt auch immer darauf an, ob das Fahrzeug gerade steht oder nicht gerade steht. Besteck, Kasten. Ja. Und hier wahrscheinlich Müll, ne? Denke ich mal. Ja. Transistor. Das Schöne daran hier ist, das ist so ein bisschen hier Formholz. Das macht das Ganze auch ein bisschen eleganter. Ne? Fester. Ruhig ein bisschen fester. Mhm. Und dann zieht er sich nach Gas. Schlecht gefrühstückt. So, du darfst es einmal machen, damit die Leute auch glauben, dass es nicht nur beim Roland funktioniert. Ich darf richtig doll, ne? Jetzt müsste er sich anziehen. Das gibt's doch nicht. Tja. Funktioniert wahrscheinlich nur bei mir. Geht aber gut, geht viel besser, wenn es beladen ist, weil das Gewicht ist, glaube ich, wichtig für den und vor allen Dingen Mechanismus. Wenn ich diesen Mechanismus nicht hätte, würde es ja auf jeden Fall gehen, sage ich mal so, dass er sich schließt, weil dieser Haken hindert daran. Dann haben wir den neuen Kühlschrank. Die sehen auch richtig top. Also ich habe jetzt nichts verraten. Ja. Du musst das ausprobieren. Nee, das geht hier nicht. Geht nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber es geht nur bei einem. Der geht nur auf eine Seite auf. Der geht hier in dem Fall nur bei einer Seite auf. Es gibt ein System, Hobby verarbeitet das bei einer kleineren Version. Dann kannst du die Tür hier so zumachen und dann gehst du hier hin und machst die hier auf. Und dann hat er hier nicht diese Klemme, sondern der hat diese Wechselklemme. Dann muss ich dann wechseln und dann kann ich die von da aus. Du kannst an beiden Seiten aufmachen. Einmal vom Schlafzimmer. Ach so. Einmal rechts und links aufmachen. So, der geht aber jetzt nur an eine Seite. Der geht nur an einer Seite und ich glaube, das wird irgendwann mal auch was für den Haushaltskühlschrank sein. Mhm. Von beiden Seiten. Dann kann man den ganz anders stellen. Denn, ja, vor allen Dingen. Obwohl, ist das keine? Nee, das kann nicht. Dann hätte der die grauen, auch auf dieser Seite. So, Automatik-Kühlschrank, Gas. Automatik-Gas. 12 Volt. 12 Volt und 230 Volt. Hier oben wäre wieder Technik dann schon vorbereitet. Fernsehen ist nicht drin. In dem Fall wäre es dabei. Ist noch nicht montiert. Das macht ihr dann, wenn die Fahrzeuge ausgeliefert werden. Ja, beziehungsweise wenn wir würden das jetzt irgendwie. Warte, du bist zu schnell. Ich bin zu schnell, okay. Da ist eine große Schublade. Ich sage immer, das ist der Pfannenplatz. Streckenweise ist da auch unten drunter der Frostschutzschalter. In dem Fall nicht, dann wäre da ein kleiner Vermerk drin. Hat das ein Schalter, der automatisch aufgeht, wenn es kalt ist? Den muss man entsprechend einschalten. Weil bei plus 4 Grad nimmt der kein Wasser auf. Das heißt, ich muss den Frostschutzschalter dann aktivieren können. Und wenn es zu kalt ist, dann muss das Fahrzeug vorgeheizt werden, sonst friert irgendwas ein. Aber das kriegen die Leute alle mit, wenn die von uns in ihre Fahrzeuge eingewiesen werden. Mhm. Das ist eine ganze Menge, ne? Da muss man sich doch Notizen dazu machen. Ja, das ist so. Manchmal, ich bin da ganz ehrlich, manchmal ist es tatsächlich so, wenn ich ein Fahrzeug übergebe, zum Beispiel ein gebrauchtes, das ich nicht kenne, dann gucke ich mir das vorher auch schon mal eine Stunde an und suche dann irgendwelche Dinge. Man kann nicht alles wissen, weil... zig Fahrzeugen, die es gibt. Ne? Die Trikolore, die kennst du? Ja, die ist da. Das ist immer die französische Flagge, die einfach deutlich macht, wir sind ein Produkt aus Frankreich. Made in France. Genau. Die Franzosen sind ganz stolz auf Pilote. Ja. Also ich glaube, da fährt jeder Zweite irgendwie gefühlt rum mit Pilote. Ja, dürfen sie auch sein.
So, das Design sehr schlicht, sehr, ich sag mal, zurückhaltend, ganz edel, Leder. Ja, ich sag immer so ein bisschen französisch, ne? Also so ein bisschen schick. Elegant. Ja, ein bisschen Flair hat es, ein französisches Flair, sehr zurückgenommen. Und das, was ich jetzt als meine individualistische Gestaltung reinbringe, durch Farbe, durch Kissen, durch Tischläufer und so weiter, das macht das Ganze ja aus. Hier wäre ein Sitzplatz, das heißt also dieses Mittelteil nimmt man dann raus. Ganz kurz, wartest gerade einmal, ganz kurz, ja. Wenn du es nochmal zurückbaust. Ja. Ich mache mal eine Sache, ich zeige mal gerade den Gesamteindruck von hinten, wenn ihr mal kurz da durchgeht, ihr beide, ja. Dass wir das einmal drin haben, denn Leute machen gerne mal Standbild und gucken sich das an. Und das ist quasi das Besondere, Steffi, wenn du mal kurz schaust. Du hast hier keine so breite Sitzbank, was mir gut gefällt. Du hast ein unglaublich großes Platzgefühl, das heißt, du kommst gut durch und es steht nichts im Weg. Und die Sitzbank, die sieht aus wie so eine, deswegen war auch hier oben im Prinzip die Stütze, wenn die runter ist, dann sieht es so richtig aus, als wäre es so ein richtiges Sofa. Roland, wenn du mal so lieb bist, das nochmal runternimmst. Lass uns so den Gesamteindruck mal sehen und dann... Den runter? Genau, nee, oben die Kopfstütze. Ach so. Die, die du mal rausnimmst. Die nehme ich raus, ja. So. Jetzt allerdings die beiden... Einmal entriegeln. So, und jetzt mal zumachst und dann hat man das Gefühl, man hat eine Wohnlandschaft wie im Apartment. Das sieht auf jeden Fall so aus. Es hat was total Einladendes, Gemütliches. Ja, das ist der neue Trend. Ja. Hast du die Möglichkeit, mal beide Sitze vorne zu drehen, Roland? Ja. Dass wir die mal umdrehen. Und dann kann man nämlich schön sehen, man kann von dem einen Sitz, wenn man hier ist, schön lümmeln, kann die Beine drauflegen, die Sitze sind sehr, sehr bequem. Wenn du dich mal drauf sitzt, bitte. Acht? Nee, das Ganze ist immer ein Vor und ein Zurück bei diesen Sitzen. Wobei es tatsächlich so ist, dass ich hier durch diese Rundsitzgruppe eigentlich hier bei dieser Stelle... Schön. So, es kann auch sein, dass das Lenkrad noch ein bisschen weiter reingeht. Ja, genau. Also, dass man das machen kann. Ja, das kann man üben. Ja, das müsste ich jetzt. Man sitzt hier so richtig schön tief im Sessel. So, und jetzt, so, ne? Und jetzt hast du so tatsächlich mehr Platz, wo das Lenkrad drin ist. Jetzt geht es noch ein Stück zurück. Jetzt kann ich noch ein Stück zurück. Und jetzt geht's. So, das seid ihr beide jetzt. Ja. So, jetzt zeige ich mal Face-to-Face. Denn das hier ist dieses typische Face-to-Face. Und dann zeigen wir gleich mal den dritten und vierten Sitzplatz. Du kannst Face-to-Face sitzen, kannst diesen Tisch drehen, hast dadurch einen riesen Durchgang, kannst ihn vergrößern und kannst locker mit, sage ich mal, 6 Leuten hier sitzen. Kannst die einladen und hast quasi eine Rundsitzgruppe. Und wenn du die nicht drehen möchtest, die Sitze, kannst du dich gegenüber sitzen. Wenn du das mal bitte machst, zum Beispiel mit Kindern, wenn du was spielen möchtest. Das heißt, unabhängig von der Größe des Tisches wäre das dann doch, wir lassen ihn mal in Können ihn rauslassen? Ja. So dick bin ich ja. So, dann gibt es hier einen entsprechend großen Sitzplatz. Ihr setzt euch gegenüber gerade. Das ist das, was viele möchten. Die möchten sich anschauen können und die möchten auch gerne Möbel haben, die aussehen wie zu Hause, die Couch. Ja, absolut. Und also meine Frau würde jetzt sagen, also wenn sie jetzt einen Tisch decken würde, würde gerne Tischläufer darüber, sodass das Ganze so ein bisschen auch Gemütlichkeit ausspart. Das aber jeder, wie er will. Der eine will einen Tischläufer, der andere sagt, die geht. Das ist jeder, kann sich ja das Fahrzeug ja selber, ich sag mal, so machen, wie er es möchte. So, du kannst auch mal ganz kurz daneben gehen, wenn du mal gerade ein kleines bisschen nach da rutschst, in die Richtung, dass man auch mal sieht, also das wäre jetzt zum Beispiel, nee, du ruhig auf der Bank bleiben und die Steffi setzt sich mal da in die Ecke rein, dass man mal sieht, wie viel Platz man hat. Also, dass man wirklich... Wir können drei Leute sitzen. Ja, drei, vier, aber zwei fünf, super bequem. Zwei sechs, total bequem. Sieben, hier vorne noch ein Stuhl davor, also es gibt ja diese kleine Klapphocker. Ja. Dann kann man auch hier eine gemütliche Runde machen. Und vorhin haben wir es ja gehört, es hat ein bisschen geregnet. Ja. Auch bei Regen, Steffi weiß das ja doch gar nicht, am schönsten ist ein Wohnwagen und ein Wohnmobil bei Regen. Mhm. Na, das prasselt und vor allen Dingen nachts, da kann man sehr wunderbar drauf schlafen. Drin schlafen, das ist schon wirklich toll. Wenn man denn bei Regen gerne schläft. Es gibt Leute, die, also ich bin einer, ich schlafe denn da wie, ich wach gar nicht mehr auf, wenn es regnet. Das geht mir nicht. Das ist wie Gott in Frankreich. Ja, kann das auch. Ich kann das total gut. Ich finde diese Ecke hier auch total gemütlich. Ne? Man hängt hier so, man liegt hier so drin. So richtig schön gemütlich. Habe ich jetzt schon dreimal hintereinander gesagt, aber es ist wahrscheinlich auch alles gemütlich. Natürlich. Steffi, ich guck mal auf die Uhr. Wir haben jetzt gleich 5:30. Ja. Wir haben den ganzen Tag produziert. Mhm.
Das ist so, wenn man jetzt unterwegs ist, ist vielleicht gewandert, hat was gemacht und kommt dann hier rein. Hast du das Gefühl, ein bisschen jetzt zu Hause schon zu sein, wenn das dein Fahrzeug wäre? Ja, absolut. Also ich würde es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit Farben und Kissen und so gestalten, aber ich würde mich hier total wohlfühlen. Es gibt solche Kissensets, die kann man gleich mitordern. Ja. Das heißt, das ist jetzt passend zu den Vorhängen. Da gibt es also verschiedene Farbvarianten in, was weiß ich, blau, gelb, grün. Und so weiter. Was heißt, ich fühle mich hier schon wohl. Das ist schon. Boah, bist du eine. Es geht ganz schnell. Ganz schnell. Ich würde gerne noch mal der Vollständigkeit halber einmal zwei Dinge zeigen. Ja. Bitte. Zwar, der Sitz? Da haben wir hier den Sitz, weil wenn jetzt da, wo Steffi sitzt, jemand mitfahren müsste, dann müsste dieser Sitzplatz weg. Das heißt, das Polster muss raus und dann wird das hier hochgehoben und ist weg, sodass man also hier... Genau, wenn ich jetzt mal reinsetze. Jetzt nochmal hinsetzen. Das Seitenpolster, was du da hast hier, das käme auch theoretisch weg. Und hier ist der Anschnallgurt. Und da ist der Anschnallgurt. Aber viele lassen es auch und finden das dann also ganz gemütlich da und können sich dann entsprechend einsetzen. Da die ist übrigens, die Peitsche ist da drunter, gell? Ist da drunter. Mhm. Soll ich das mal machen? Damit nee, nicht unbedingt, knickt. Das weiß man. Also da ist der Dreipunktgurt, die Peitsche ist drunter, kann sich anschnallen. Und jetzt zeige ich gleich mal den anderen Platz. Ja. Steffi, nochmal einmal. Alles so schnell. Ja. Du hast schon mal geübt, oder, Roland? Ja, ich sag mal, Zeit ist Geld. So, der andere Platz ist nämlich ganz anders. Der andere Platz ist ganz anders. Ich kann also jetzt hier wieder das Polster reinlegen. Aber es geht alles wirklich, es geht ja auch total unkompliziert. Und das Schöne ist, ne? Wir haben ja jetzt mit Magneten, also da wackelt... Nochmal bitte. Mit Magnet hier hinten, da wackelt nichts. Das Magnet dran, zeig mal. Das ist... Der ist da drin, gell? Magnete verarbeitet. Stark. Gute Idee. Ja. Und die andere Seite ist jetzt auch hier einmal magnetisch. Mhm. Magnetisch, da so, ist der Halter. Ich hier meinen Sitzplatz und packe das hier hin und setze den hier hin. Das ist nämlich mit integrierter Kopfstütze. Und dann kommt eines dieser kleinen Polster hier und macht dann Sitzplatz. Darf ich mal einmal? Ja. Das ist dieses Seitenpolster. So, das wäre jetzt zum Beispiel... Dann hier ein vollständiger Sitzplatz und die Gurtpeitsche ist auch hinten drin, sodass das also ein Platz ist. Jetzt mal eine Frage, das Seitenpolster, was du jetzt gerade weggenommen hast, das gibt es denn zweimal oder ist das... Das gibt es im Prinzip zweimal, also entweder dieses oder dieses. Ah, dies oder diese, das hätte jetzt keine Rolle gespielt. Das spielt jetzt in dem Fall keine Rolle und aus dem Grunde ist dann hier auch... Warte mal, ich komme mal kurz zu dir. ...Fenster hier, sodass also derjenige, der hier sitzt, ne, auch hier mit der Kopfstütze und angeschnallt, auch einen guten Fensterplatz hat und kann da ein bisschen aus dem Fenster gucken, wenn er nicht eben halt auch nach vorne guckt. Man muss in diese Richtung fahren. Es gibt ältere Fahrzeuge, die haben seitlichen Gurt, beziehungsweise es gibt von Ahorn eine Variante, wo man seitlich sitzen kann. Aber die haben dann an dieser Stelle hier das ist ein teilintegriertes Fahrzeug, haben dann hier an dieser Stelle dann eine Wand, wo eine seitliche Kopfstütze verarbeitet wird. Weil du musst, wenn du so fährst, auf jeden Fall nach dahin aufgefangen werden bei einem Unfall. Man muss ganz schön viel lernen hier, wenn man hier arbeitet, oder? Das heißt, die Jungs, die neu anfangen, müssen sich jedes Wohnmobil angucken, müssen sich beeilen, solange es noch am Hof steht. Ja, im Laufe der Zeit kriegt man die Dinger natürlich alle mit. Bei manchen Sachen, da bin ich auch überfragt. Ne? Du bist jetzt 68, du hast das ganze Thema Camping unglaublich lange schon verfolgt. Du hast im Wohnwagen gewohnt. Das ist richtig. Ich habe 11 Jahre im Wohnwagen gewohnt und bin immer zwischen meiner Heimatstadt Essen und Osnabrück hin und her gefahren und habe mich aber kurioserweise zu diesem Zeitpunkt, weil das ja wie so ein Hobby für mich war, habe mich dann auch damit beschäftigt, wie also die ersten Wohnwagen anfingen, hier mit Aris Detlef, ein Peitschenhersteller, der nicht mehr durch die Gegend fahren wollte und hat dann aus Sperrholz und aus Dachpappe ein Fahrzeug gemacht, den man heute noch erkennen kann, dieses Tappei. Ja. Das war so, sah einer der ersten Wohnwagen aus, die er dann hat bauen lassen von einem Schreiner und anstreichen lassen in Weiß und ist dann damit durch die Gegend gefahren, weil er keine Lust mehr auf die Hotels hatte. Und so ist dann Detlefs einer der ersten Wohnwagen gewesen. Du warst ja jung, wahrscheinlich Ende 60er, 70er hast du noch voll mitbekommen? Ja, sicher. Okay, das heißt ABBA und Co. Ich kenne noch ich bin 52 geboren, also die Flower Power Zeit kenne ich auch noch, ja.
Und das ist ja kurios. Die Fahrzeuge, die haben ja alle einen Zeitgeist. Also wenn man sich jetzt Fahrzeuge aus den 70er Jahren ansieht, ne? Knietschorange Polster mit großen Mustern oder in groß in grün, alles so 70er Jahresteil und die Küchen. Das ist aber alles Küchen, wieder modern, ne? Es kommt alles wieder. Es kommt wieder, aber schlichter, ne? Also ja, nicht mehr mit diesen großen Mustern und was weiß ich. Und die Prilblumen waren dann auch in der Küche drapiert. Die waren überall, glaube ich. Der Schönheit wegen. Jetzt kommt ja bald Elektromobilität. Ich habe gesehen, die ersten Fahrzeuge ist hier schwer, weil wir haben schwere Fahrzeuge, brauchst fette Batterien oder halt Wasserstoff. Also ich denke, das Thema Wasserstoff könnte kommen. Aber im Moment, ich sag mal, die Schadstoffarmut durch AdBlue, alle Motoren haben jetzt AdBlue. Ja, die neuen auf jeden Fall. Also die alten natürlich nicht, ganz klar. Aber die neuen ab 2000. Euro 6 haben die? Euro 6 D-Temp, das ist ja, dann diese Variante. Die müssen Stuttgart kompatibel? Ja, man okay, kann durch Stuttgart fahren, wenn man das möchte, sage ich mal so. Okay. Und von daher ist es tatsächlich so, dass sich da irgendwas ändern wird. Aber mich haben irgendwelche Leute mal gefragt, was ich mir vorstellen könnte, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich habe gesagt, scherzhaft, der Trend geht zur Wohndrohne. Wir heben dann irgendwann mal ab und fliegen dann irgendwo hin. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Ich werde es auch nicht mehr erleben. Dafür bin ich zu alt. Aber ich werde vielleicht... Das Küken wird es erleben. Ich möchte am Boden bleiben. Ich möchte gerne am Boden bleiben. Aber was ich glaube, was passieren könnte, dass also Fahrzeuge... Also ich wäre, wenn ich das konstruieren würde, derjenige, der so eine Drohne mit ans Fahrzeug hat, mit Kamera. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann fliegt die ein Stück voraus und begleitet mich und filmt mich, wenn ich also über meinen Urlaub einen Film machen will. Automatisch wieder zurück. Ist ja heute schon crazy, dass ich mit meiner Tochter in Amerika während der Fahrt über WhatsApp telefonieren kann und ja, Bildtelefon. Erst mal ernsthaft, vor 25 Jahren hätten sie gedacht, du bist bescheuert, die hätten dich sofort eingesperrt. Und heute erzählt sie den Leuten, wir fahren mit solchen Schiffen rum, die aussehen wie Apartments. Guck dir mal die Wohnmobile an, die Ende der 90er waren. Das hat mit dem hier nichts mehr zu tun. Nee, das stimmt. Aber ich meine, ich als alter Science-Fiction-Fan habe schon gewusst, dass es das irgendwann mal kommen wird. Harry Roden. Ja, genau. Das wäre aber ein anderes Thema. Gut, das lassen wir mal. Aber es hat jeder so seine... Das heißt, du liest Harry Roden? Ich habe das gelesen. Heute habe ich Hörbücher, dass ich über Hörbücher das gerne noch habe. Aber mein Sohn und ich, wir sind alte Star Wars Fans. Okay. Und von daher soll man gar nicht meinen, was eigentlich alles so mittlerweile passiert ist, was früher in Science-Fiction-Romanen, allein das Internet. Ja. Aber selbst die Science-Fiction-Leute haben das Internet nicht vorausgesehen. Ja. Und das ist Segen und auch gleichzeitig Fluch, man weiß das. Boah, man ist dauernd erreichbar und so. Aber es gibt ja viele Leute, ich merke jetzt hier, die Fernseher sind nicht eingebaut. Du hast doch Leute, die lassen sich gar keinen Fernseher einbauen. Die haben Tablets zur Not. Tatsächlich, die nur mit dem Tablet arbeiten, die eigentlich einen Fernseher nicht brauchen. Die wollen reden, gell, miteinander. Nee. Ich sag mal, mein Sohn guckt zum Beispiel kein Fernseher mehr, der guckt dann Kanäle, YouTube natürlich, das ist da. Ich gucke auch, ich habe seit 8 Jahren keinen Antennenanschluss mehr. Ja, du holst dir alle Informationen, die du haben möchtest, aber daraus. Gerade im Wohnwagen will man ja auch so ein bisschen, denke ich mal, raus, die Natur genießen und einfach mal nicht Fernsehen gucken. Das fände ich jetzt irgendwie ganz schön. Ja, aber oder? Wenn man dann Kinder hat und es geht los mit SpongeBob, Schwammkopf, dann weiß ich, so war das bei uns. Was? Schwammkopf. Schwammkopf. Mein Sohn hat immer gesagt, ich fahre nirgendwo mehr hin, wo es kein Internet mehr gibt oder kein WLAN mehr gibt. Und als er klein war, war SpongeBob. Also da durften wir nirgendwo hingehen, er musste das gucken. So, Cockpit, ja. 221er, 9-Gang-Automatik, ZF ist eingebaut, Fahrerhaus-Cockpit, das Riesendisplay obendrauf. Ja. Das ist, es baut nichts mehr zu, sondern es ist oben aufgebaut, was den großen Vorteil hat. Ich bin nicht mehr an das Maß gebunden und habe jetzt wirklich ein unglaublich großes Navi drin, was auf Android-Basis funktioniert. Dann habe ich hier USB mit drin und habe die Ablagefächer frei. Ich habe das noch nie gesehen, das große. Ja, das ist sehr schön und ist, leider habe ich keinen Schlüssel hier. Das heißt, wir müssten jetzt also diese ganze Thematik hier noch mit Radio vervollständigen und. Aber das ist schon... Hast du die Möglichkeit, über das Display vielleicht das Radio anzuschalten? Ich glaube nicht. Mal schauen, ob es geht. Warte mal. Weil es üblicherweise hat man nämlich die Möglichkeit, da das Radio nochmal anzuschalten. Oft gibt es auch einen Umschalter. Warte mal, vielleicht finde ich hier einen. Ach, ich liebe das, wenn so Autos ganz neu reinkommen und wir keine Ahnung haben. Wo man alles
ausprobieren kann. Wo man alles ausprobieren kann. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein großes Fach. Fingersteckdose. Ausprobieren. Ah, großes Fach. Und ich kann da was abstellen, wenn ich da sitze. Und ich kann was abstellen, genau. Hier ist noch ein Flaschenhalter. Nee, es ist alles noch in Französisch. Ich meine, du kannst ja Französisch. Ja. Ich guck mal nach. Deutsch kann ich einstellen. Ja. Aber was mir jetzt fehlt, ist die Umschaltung mit welchem... Roland, ist okay. Ich glaube es ja, weil es wird... Es wird so ah, es ist an. Guck mal. Ja, ja, ja. Oh, du bist so gut. Ja. Du bist der beste Roland, den ich kenne. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was, das ist ein Riesendisk, das ist ja, ja geil. Ja. Und das ist, gehört eigentlich heute schon im Prinzip zum Standard, dass man sowas hat. Ne? Ja, aber du bist nicht mehr gebunden an die Breite unten von dem Dienstschacht, ja, sondern du kannst jetzt oben drüber aufbauen. Ich habe das noch nicht gesehen beim Ducato. Steht dem saugut, oder? Ja, finde ich auch. Das ist, wie man Saarland sagt, ja. Da die neuen, ich liebe die 9-Gang-Automatik. Wie ist das denn bei dir mit der Automatik? Kommen immer mehr Leute? Ja, es kommen immer mehr Leute. Viele sagen auch, die sind diese 3.500 oder 3.800 Euro, was das kostet, und die höhere Motorleistung wollen sie eigentlich nicht ausgeben. Dann sind sie also sehr sparsam. Und. Aber ich finde, wenn man 50.000, 60.000, 80.000, 90.000 ausgeht, da kommt es auf die 3.000 an. Kommt auf die 3.000 wirklich nicht mehr an, weil das ist Sparen am falschen End. Ne? Der Trend geht ja zum Automatik. Das war ja früher verpönt. Also Leute, die Automatik gefahren sind, die konnten nicht schalten. Heute lacht man drüber. Du lachst drüber. Ich lach drüber. Aber ich bin auch super viel im Auto unterwegs und ich denke manchmal, mein nächstes Auto ist definitiv Automatik. Mhm. Weil das ist einfach anstrengend mit dem Fuß. Echt? So ja, anstrengend? Ich finde es manchmal anstrengend. Ja, ja, ja. Wenn ich im Stau stehe, dann denke ich mal, mir tut schon richtig die Wade weh. Aber dürfte ich das Auto jetzt fahren? Oder mit meinem Führerschein? Wahrscheinlich nicht. Hast du vorhin? Bis 7,5 Tonnen, ne? Das ist ja, ein älterer, genau. Führerschein. Ja, natürlich. Also einen ganz normalen Führerschein. Ich denke mir, der liegt hier so bei 4,5 Tonnen mit dem Fahrrad. Du hast einen Führerschein 3-Klasse? Ja. Klasse 3, dann darfst du bis 7,5 Tonnen. Du darfst richtige LKWs fahren mit Anhänger. Weißt du das? Wusste ich nicht. Ja. Also habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weil ich wollte noch keinen LKW fahren. Aber jetzt würde ich gerne mal fahren. Ja. Darf ich morgen mal fahren? Bestimmt. Wir können. Echt? Machen wir Probefahrt mit dir. Wir machen mal eine Probefahrt. Ja, natürlich. Nur so ein ganz kleines Stück. Nee, du brauchst ja gar nichts mehr. Wir können mal rausfahren. Wir fahren dann ein Stück raus. Machen extra Special für dich. Da habe ich Angst. Steffi fährt Wohnmobil. Das allererste Mal im Leben. Also ein großes Ding. Also. Ja, machen, ihr seid ihr dabei? Ja, also, ja, nee, ich bin nicht dabei, aber er bezahlt muss, dann. Ich muss dabei sein. Ja, lass uns das machen. Ja, ja, ist überhaupt kein Problem. Also nicht über die Autobahn oder so, aber so ein kleines Stück können wir schon fahren hier. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Boah, ich bin voll fertig. Wir haben den ganzen Tag heute gedreht. Ja. Ich glaube, wir haben tolle Bilder gesammelt. Es hat dir Spaß gemacht? Mir hat Spaß gemacht. Also ich sag mal, einfach auch mal, um sich wieder damit zu beschäftigen. Ja, Thema Medien, irgendwas mit Medien? Irgendwas mit Medien, aber auch eben halt auch wieder mit der Thematik sich zu beschäftigen. Ne? Man merkt dann also, dass man, wenn Kunden hinkommen, du erklärst, du bist in so einem Erklärfluss und manchmal stellst du Fragen, wo ich dann feststelle, Gott, da musst du dich mal mit beschäftigen. Ja, es geht ja darum, ich fühle mir unglaublich viel. Das heißt ja nicht, dass ich Ahnung habe, aber ich habe ja jetzt viel gesehen. Ganz viele Fahrzeuge. Ja, ich kenne hunderte von Fahrzeugen, habe die gesehen. Finde immer wieder neue Details, die im 19er nicht so realisiert waren wie hier mit den Magneten zum Beispiel. Das finde ich richtig gut, weil das mit den Magneten, ich komme da gar nicht drüber weg mit den Magneten. Das ist sehr schön. Mach nochmal. Also diese Klettgeschichten. Die Klettgeschichten, das ist so. Die noch in älteren Fahrzeugen oder 19er Fahrzeugen. Ganz jetzt habe ich mal eine Frage. Auf Ihrer Seite, da hat es nicht gehalten. Wenn du mir das mal kurz zeigst, kann das sein, dass die Anordnung falsch war? Nee, da dieses Polster dieses. Dort. Ja, das ist immer umgefallen. In dem Fall nicht magnetisch. Aber wahrscheinlich muss man das Magnetische holen. Aber da hinten ist ein Magnet, ne? Wir haben aber wahrscheinlich dann Polster noch zusätzlich hinten in dem... Innen drin. Hinten in der Garage. Nee, weil die Leute immer gesehen haben, es ist nämlich immer umgefallen. Ja. Und es kann sein, dass das gar nicht das Polster ist. Nämlich, nee, das wird es wahrscheinlich auch nicht das sein. Kann nämlich das Sitzpolster das sein, das wir eben haben. Das ist das Polster für dieses... Für dieses da, okay, verstanden. Das heißt also, all das lernt man. Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug kaufe, was habe ich für eine Garantie? Naja, du hast beim Neufahrzeug natürlich eine 2-Jahres-Garantie, ganz klar. Ich kann die verlängern? Die kann ich verlängern, die kann man verlängern. Das ist Garantieverlängerung, wie das üblich ist. Weil ab einem gewissen Zeitraum ist das Fahrzeug eben halt ja dann gebraucht und dann gibt es dann auch eine entsprechende Verlängerung. Aber das erklärt der Verkauf.
Sag ich mal so. Habt ihr viel Stress mit Studienräten, die hier im Prinzip jedes knirschen, so nein, Passatfahrer? Nein, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Probefahrt machen, dann ist es tatsächlich so, dass Leute sagen, ja, das klappert. Ich bin ja mit einer Probefahrt dabei gewesen, das klapperte ganz fürchterlich. Da bin ich aufgestanden, habe geguckt, das war der Fernseher, die Halterung vor dem Fernseher. War los. War ein älteres, nee, war nicht los, aber die klapperte. Der hatte sich, weil er ja so leicht aufgehängt ist an so einem Teil. Und dann habe ich einfach was dazwischen gesteckt, was da war, ein Stück Stoff oder so. Und dann war es weg. Und im Laufe der Zeit gibt es also Fensterverkleidungen, die dann älter sind, die dann hier wackeln. Da sage ich, dann nehmen Sie ein Stück Korken, setzen das einfach dazwischen, dann ist das weg. Das sind die älteren, muss man sagen. Ihr habt ja viele Gebrauchtfahrzeuge. Bei den neueren hat man das weniger. Die sind also schon so stramm abgesichert. Die werden immer strammer, das muss man sagen. Ja, also auch die Türen ziehen sich ja selber zu. Das war ja auch der Grund, warum man bei einigen Türen so ein bisschen draufhauen muss, damit die kommen, weil die kriegen Druck. Hier ist also diese Klappergeräusche gibt es gar nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Nein. Und wenn dann mal was ist, ein bisschen Filz dazwischen, um dann so eine gewisse Spannung zu machen. Ist minimal oft, da ist es weg. Ja. Manchmal ist es so, dann klappern hier die Geschichte vom Herd bei Älteren. Die haben dann so eine Herdauflage, die klappert. Da muss man einfach ein Handtuch dazwischen legen. Aber das wissen die Wohnmobilisten. Die Wohnmobilisten. Das ist ein tolles Wort, habe ich gerade schon gedacht. Wohnmobilisten. Der Wohnmobilist. Da gibt es bestimmt so einige Wörter, die man nur so als, Wohnmobilist kennt. Die Terminologie. So, wir machen Feierabend. Wir machen die Abmoderation. Es hat aufgehört zu regnen so ein bisschen. Ich kann rausgehen wieder. Ja, toll, sich mit dir zu unterhalten. Das Schöne ist, wir können das ja festhalten. Am besten, wenn einer kommt und will beraten werden, von dir Termin machen, oder? Ja, ich bin am Wochenende meistenteils da. Oder kann ja sein, dass schon einer da ist. Freitags bis Montags. Jetzt, wo die die Videos sehen, dich belagern. Ja, er muss mit mir nicht die Termine machen, wenn so viele Leute kommen. Man kann ja nicht immer alle bedienen. Also meine Kollegen. Ist das möglich, einen Termin zu machen? Ja, das ist durchaus möglich. Okay. Du heißt Roland Rimkus. Wo kommt der Name her, Rimkus? Mein Sohn hat mir erzählt, er hat einen Kollegen, der sagt, das ist ein litauischer Name. Okay. Dein Sohn weiß das und du nicht? Nee, ich wusste das nicht. Ich habe da auch gar nicht. Der hat das recherchiert? Nee, der hat einen Arbeitskollegen, der war Litauer und der sagte, der ist bei uns sehr häufig. Der alte Rimkus aus Litauen? Ja, der war das. Also. Der gute alte Rimkus, ja. Steffi, Mensch, ja. Du bist Schauspielerin? Ich bin Schauspielerin, genau. Und jetzt Wohnmobil-Liebhaberin seit heute. Das ist so. Ich habe dich nämlich, ich sag mal, berufen, gesagt, du musst mir helfen bei der Vorstellung der Wohnmobile, dass das Ganze ein bisschen herkommt. Was hast du heute gelernt? Ich habe, erstmal habe ich gelernt, dass es wirklich möglich ist, in einem Wohnmobil unterwegs zu sein und das Gefühl zu haben, man ist zu Hause oder in einem Hotel. Also man hat wirklich echt allen Komfort. Und ich war immer so ein bisschen so Zelten und das Wein ist nicht so meins, aber es ist echt, darf ich das sagen, geil. Es ist total schön. Also das ist aber erst der Anfang. Du musst ja noch viel lernen. Du musst lernen, wie man zum Beispiel auf Stellplätze, es gibt Stellplätze, hast du gewusst? Ja, aber ich habe heute auch gesagt, wahrscheinlich muss man erstmal einen Workshop machen, wenn man anfängt, loszufahren. Das lernt man alles. Das heißt, Stellplätze bedeutet, das hier ist ein richtiges Auto. Ich kann überall hinstellen, einfach so übernachten. Aber viele wollen ja nicht wild stehen. Das mit den Übernachten ist so eine Geschichte. Also zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ja, es gibt Stellplätze, wo man das tut. Man darf nur nicht den Charakter eines Campens machen. Das heißt, da keine Markise raus, die Möbel rausstellen und was weiß ich auch immer. Es gibt aber spezielle Wohnmobilstellplätze, die auch an exponenter Stelle sind, wo man... Das sind gar nicht teuer. Nee, ich habe der teuerste in Berlin 35 Euro, Berlin Mitte, ansonsten 8 Euro am Tag. Düsseldorf, am Rhein, da gibt es Stellplätze. Ja. Wenn du ins Komödchen willst, dann fährst du mit deinem Wohnmobil dahin, wenn du von außerhalb kommst, kannst da übernachten, hast einen Stellplatz und gehst zu Fuß von der Rheinpromenade oben zum Komödchen. Günstiger als Parkhaus. Absolut. Steffi, leg mal die Sitze um. Wir zeigen nämlich noch ein kleines Detail, nämlich das Fahrzeug hat einen Hubbit, die vordere. So, jetzt werden wir sie mal testen. Ja, wobei es so aussieht, wir haben ja vorhin von Wohlfühlen gesprochen. Detlefs hat ja einen Begriff geprägt, den ich sehr gut finde. Der heißt Wohnfühlen. Ich komme. Hilfe. Hilfe, Roland. Also es gibt hier diesen ganz einfachen Knopf hier an der Seite. Steffi, hier, den drehen. Und dann klappt automatisch das runter und bei dir auch. Ach so, ich dachte so jetzt diese Drehung. Nein, das dreh nicht. Nee. Mach mal, dreh mal. Okay. Einfach nur die Sitzklappe.
Steffi? Nee, Steffi. Drehen, ja. Drehen an dem, an dem Drehrad. Ach, an der Drehrad. Seite. Ich war genau. Am Drehrad, aber ja. An der falschen Seite. Nicht. Nee, nee, ist auf beiden Seiten dasselbe. Ah. Aber jedes so. Wohnmobil ist ja auch irgendwie anders. Das ne? Stimmt. Ach, also ich sag mal, die Griffe muss man hinterher, die ja. Kennt man dann. Ja. Und wir sagen dann zum Beispiel auch den Leuten, wenn die sagen, wird das alles nochmal gereinigt? Und dann sage ich den Leuten, sie können das bekommen, aber machen sie es selber. Desinfizieren. Nee, es geht um was ganz anderes. Beim Reinigen kenne ich jede Ecke bei diesem Fahrzeug. Boah, die sind sauber, aber wenn ich anfange hier zu reinigen und gehe durch und desinfiziere ja. Was, ich mache die Schränke auf, ich weiß, wo alles ist. Ich probiere das mal bei meiner Frau. Ich sage einfach, ich soll mal reinigen. Da sagt, nee, mach's selber, dann lernst du mal jede Ecke im Haus. Die wird mich töten. Das ist aber ein guter ja. Spruch. Ja, der Spruch ist noch nichts passiert. So, jetzt, du bist dran. Und jetzt darf ich wieder meines Amtes walten. Okay. Oh, ich liebe das. Ja. Das ist nagelneu, gell? Ja, das heißt, es fehlt noch. Ich mache mal nichts kaputt, Nee, du machst im Prinzip nichts kaputt. Im Prinzip. Das Licht geht an, es kippt nach vorne. Warte, eigentlich müsste ich die Polster hier, jetzt nochmal runter. Genau. Einmal umklappen zu gehen. Genau, einmal umklappen, dann geht's runter. Ein bisschen Silikonspray und das ist dann Bett. So. Also, bei der Übergabe wird alles nochmal geprüft. Ihr habt so einen Punktecheck, wo ihr nochmal durchgeht. Wir lassen Wasser rein, wir machen Strom rein, wir gehen durch. Der Kunde muss das auch unterschreiben, dass er alles gesehen hat und Steffi, du bist ein Riesenfan von Bedienungsanleitungen, nehme ich an. Ja, total. Genau. Wie viel Meter Bedienungsanleitung kriegt sie bei dem Wohnmobil? Das ist gar nicht so viel. Das ist ein kleines Handbuch. Ach was? Ja, ja. Aber das Schöne ist daran, wenn man das dann hat und sitzt zu Hause, dann sage ich den Leuten, wissen Sie was, Sie machen jetzt Folgendes. Sie fahren dann nach Hause, holen sich den Sekt oder was auch immer Sie trinken wollen, setzen sich ins Wohnmobil und gehen gemeinsam durch die Bedienungsanleitung und lernen damit alles und jede Ecke kennen. Ich würde was ganz anderes, genau, ich würde nämlich das dann direkt ausprobieren. Also ja, ich würde genau. Mit dem Heft das genau. Direkt machen, weil ne, wenn ich es nur lese, ist ja wieder was anderes. Aber wenn ich es direkt mache, dann... Genau, das Schöne ist dann, man sitzt dann hier und kann dann gleichzeitig noch ein Gläschen Wein oder Sekt oder Bier oder was man auch immer trinken will oder auch einen Kaffee. Steffi, darf ich du, rein? Ja, du musst einmal die Schüchen ausziehen, denn... Das ist so schön, die Leute werden sich wieder massiv beschweren, denn Steffi ist 1,60 Meter und die sagen dann immer, ja, die ist riesen Wohnmobil, riesig Platz. Aber, guck, aber ich stehe jetzt gerade und ich meine, ich zeig das mal komplett. Ja, soll ja. Das mal sehen? Jetzt jemand so groß ist wie du oder ein bisschen größer, da kann man sich ja auch so ein bisschen bücken. So leicht wir haben bücken. Das jetzt für dich extra so gemacht, dass das auf 1,60 ja. Passt. Darf ich auf den Tisch? Ja, ja. Ja, ja. So, großes Bett. Großes Bett. Große Spielwiese. Und das war ein langer Drehtag. Ja. Schon, oder? Ja, ich schlafe jetzt eine Runde. Nee. Super viel Platz. Steffi? Ja? Einmal, zweimal. Und ich hätte gerne noch eine Decke. Ja. Eine Decke, kann sie gleich einschlafen. Das sage ich Leuten auch immer, wenn sie sich entscheiden wollen, weil die immer sagen, ich möchte nach noch eine Nacht drüber schlafen, da sage ich, kein Problem, ich bringe ein Deckchen hier hin, legen Sie mal hin. Wenn du mir mal einen Gefallen machst, leg dich mal ganz in die Ecke rein, ganz nach hinten mal, dass man mal sieht. Das wurde gerade auch so gemacht, dass ja. Man sieht, wie lang das ist, ne? Und wie breit. Also wenn du so machst, bist du knapp 2 Meter, glaube ich, mit Armen hoch. Und jetzt sieht man mal, die Steffi, die verschwindet da hinten. Okay. Jetzt könntest du noch mit 2 Freundinnen noch ein bisschen kuscheln. Ja, genau. Also es ist total viel Platz. Ich habe ja jetzt hier nur so eine kleine Ecke. Mein Hund, der macht sich auch immer sehr breit. Der nimmt meistens mehr Platz als ich ein. Kommt der ins Bett? Aber der kommt ins Bett, ja. Okay. Der schläft. Echt? Mhm. Oh. Ja, und hier brauchen wir einfach nee, super. Auf also die Bank, auf den Tisch und ins Bett. Ja. Super, jetzt haben wir alles gezeigt. Kommen wir mal an Schluss für heute. Ja. Denn wir sind alle ziemlich exhausted, wie der Amerikaner sagt. Ein bisschen ausgelaugt. Ja, ich müsste, glaube ich, was essen. Echt? Ja, ich muss mein Gewicht halten. Gut, ich verstehe. Ja, du bist auf Diät, du hast 5 oder 6 Kilo schon verloren? 6, ja. Ich möchte noch mal, mindestens 10 Kilo müssen noch mal runter. Ja, doch, doch. Doch, das Thema ist natürlich Körperfett. Ja, und Fettleber. Ich würde gerne mal wieder Ballett tanzen. Warte, echt? Nein. Hätte das sein können, weil es gibt viele Jungs, die tanzen Ballett. Um Gottes Willen. Ich mache Abmoderation. Komm, wir gehen mal raus. Wir warten auf dich, Steffi. Du bleibst drin. Ich bleib hier. Gute Nacht. So, denn... Wir zeigen gerade noch das Modell. Es hat wieder aufgehört zu regnen. Ja, ist wirklich so. Wenn es draußen regnet, du hast eine ordentliche Heizung drin,
Dann ist alles schön, oder? Ja, es ist bei, ich kann hier bei so einem Fahrzeug, ich habe ja selbst im Wohnwagen bei minus 20 Grad geschlafen. Und ich sag mal, die Situation ist die, man kann auf jeden Fall auch mit so einem Fahrzeug in die Minustemperaturen. Die sind ja wintertauglich. Ne? Ja, der G781 Sensation, Modelljahr 2021, heute im Unboxing. Ja, frisch vom LKW gefallen und heute schon bei RS. Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. Ja, wir sind an der ganz berühmten Wohnmobilstraße. Der WDR hat schon bei dir gefilmt. Der WDR hat gefilmt zweimal schon und es war also wirklich hier eine ganz interessante Geschichte, weil diese Straße ist Geschichte, wenn man so will. Geschichte. Ist wirklich Geschichte. Schon seit 60 Jahren gibt es diese Straße. Und du bist wo geboren? In Essen. In Essen? Ja. Ist das weit weg von hier? 7 Kilometer. Echt? Ja. Hier geht alles ineinander über? Hier geht alles, eine Stadt in die andere über. Und der Großraum selber hat wahrscheinlich Millionen von Menschen, oder? Naja, hier so im Ruhrgebiet sind 6 Millionen Leute. Die kommen aber nicht alle zu uns. Das können wir nicht verkraften. Aber ich sag mal so, das ist schon hier so ein Konglomerat an verschiedenen Leuten. Und wir sind hier ein Unternehmen, türkische Besitzer, die also das sehr, sehr professionell machen. Ja, ich habe sie eben kennengelernt kurz, aber die machen das wirklich toll, oder? Absolut, ja. Viele junge Leute auch. Sehr junge Leute und die aber diese Wohnmobilgeschichte für sich verinnerlicht haben. Sag mal, Service, gibt viele Beschwerden, da ist was dran, der Händler kümmert sich nicht drum. Wie ist denn das bei euch? Also im Prinzip haben wir, also unser Chef ist eigentlich derjenige, der eigentlich immer ganz hinterher ist, gute Bewertungen zu bekommen. Stimmt, es gibt ja diese Google-Bewertung. Ja, es gibt. Ist ja ärgerlich, oder? Es gibt auch sicherlich hier und da auch mal ein paar Ausrutscher, zugegebenermaßen, aber wir versuchen, dass die Leute zufrieden sind. Der Roland ist schon vertrauenswürdiger. Also ich würde einen Gebrauchtwagen beim Roland kaufen. Ich würde bei dir auch was kaufen, definitiv. Danke. Ja, euch beiden, Steffi auf der rechten Seite, Roland Rimkus. Genau. Rimkus, ich kenne deinen Namen schon, Rimkus. Ja, so ist es. Aus Mülheim an der Ruhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.